Hallo, mein Name ist Jean-Christoph. Ich bin Creative Director und Designer bei La Siesta. Ich arbeite bei La Siesta seit 2009. Ich bin dazugekommen, weil ich in Nürnberg studiert habe mit Cornelius Grisard, der jetzige Geschäftsführer von der Firma. Ich kümmere mich bei La Siesta um die Entwicklung von neuen Produkten. Also ich entwickle auch Stoffe und Befestigungsmaterial, Gestelle, also alles, was man um das Produkt auch braucht. Also wir sehen, dass Hängesessel sind sehr, sehr geliebt. Das ist ein unser bestgehendes Produkt, schon seit vielen Jahren. Ja, bei der Udine, das ist ein Produkt, der schon existierte, der Hängesessel. Also wir haben eigentlich das weiterentwickelt und haben, ich würde sagen, ein, zwei Jahre gebraucht, um zu diesem Produkt zu kommen. Also das ist basiert auf unser Komfort-Hängesessel. Das ist von der Größe oder die Sitzteil ist genau die gleiche. Das war, wir haben uns auch bedient bei den Farben, die wir hatten, dann zur Verfügung bei dem Hängesessel. Also das Prozess bestand im Grunde hauptsächlich darum, das Gestell zu entwickeln. Wir wollten etwas Praktisches, was Kleines haben, was man auch, also es hat eine sehr kleine Verpackung, was auch für den Laden ansprechend sein muss. Dann kamen wir zu dieser Form, also diesen U, also der, wie gesagt, ein sehr filigranes Objekt ist und die ein bisschen an der Form der Hängesessel selber erinnert, der auch dieses U-Form hat. Das haben wir aufgegriffen dann mit dem Namen des Produkts, der auch Udine heißt. Das Gestell ist aus Eukalyptusholz. Der ist auf drei Höhen verstellbar, sodass man die passende Höhe für sich finden kann. Ja, was ich zu dem Holz sagen kann, also der ist auch zertifiziert vom FSC. Es bedeutet, der kommt aus verantwortungsvolle Wälder. Das ist etwas, was uns sehr wichtig ist. Also wir haben bei dem Gesamtsortiment von La Siesta nur FSC-Hölzer und ja, achten sehr darauf. Die Schrauben sind aus Edelstahl, sodass man es auch ohne Bedenken draußen lassen kann. Das rostet nicht. Das Sitzteil hat drei schöne Designs. Es gibt es in Weiß, in diesem Zebra-Design, der hier hängt, und noch eine blaue Variante. Was ganz wichtig ist für den Hängesessel, ist im Allgemeinen diese Anzahl an den Schnüren. Also je mehr man hat, desto bequemer der Hängesessel wird. Und da sieht man wirklich Qualitätsprodukte in diesem Bereich. Das sind die Schnüre hier sehr dicht aneinander haben. Das macht den Sessel, den Sitzteil sehr bequem. Also was ich besonders toll finde an der Udine, es ist diese Leichtigkeit, also dieses einfaches Auf- und Abnehmen. Also das Sitzteil, unser Hängesessel, wird in Kolumbien produziert. Der hat dieses schöne Jacquard-Design. Alle unsere Designs machen wir selber. Dieser Stoff ist aus Biobaumwolle, zertifiziert vom GOTS. Das bedeutet, dass es wird alles kontrolliert, also von den Materialien und die Arbeitsbedingungen auch in den Fabriken dann die Produktion entwickeln. Also was Udine unterscheidet von anderen Hängematten und Hängesesseln, das ist wirklich die große Einfachheit, die es mitbringt für den Konsumenten. Man hat trotzdem ganz hochwertige Materialien und ein ganz weicher und hochwertiger Stoff, ja. Aber das ist ein Produkt, der ist ja, super leicht und den man überall aufstellen kann. Sehr wenig Platz im Anspruch verglichen zu einem klassischen Hängemattengestell, der 3 oder 4 Meter groß sein kann. Hier sind wir bei ein bisschen über 1 Quadratmeter. Das ist fast nicht und das passt somit auf jeden Balkon oder auch wenn jemand eine ganz kleine Terrasse oder einen kleinen Garten hat, der kann es auch aufstellen. Oder indoor, auch in seinem Wohnzimmer.